Ich werde euch heute alles zeigen, was wir über das Fortnite Summer und Skate Update wissen. Das Video ist von Top 5 Gaming, die eingeblendeten Szenen sind von denen auf dem Kanal. Schaut gerne bei Top 5 Gaming vorbei, Leute, sehr, sehr nicer Kanal und ich werde das Ganze heute mal auf Deutsch für euch übersetzen. Wir haben mittlerweile schon das erste Summer Update bekommen mit den Skateparks in der Nähe von der Statue bei Sanctuary. Und diese zwei Skateparks werden so langsam aufgebaut, um auf das normale Skating Update uns vorzubereiten. Das Ganze sieht auch danach aus, dass hier ein Konzert gespielt wird von irgendeinem großen Künstler. Es könnte irgendwie darauf hindeuten, dass wir vielleicht ein Live-Event kriegen oder da einfach nur die ganze Zeit Musik gespielt wird. Kommen wir nochmal zu den Skateparks zurück. Nächste Woche sollen wir das große Update kriegen und zwar am 19. Juli. Dort können wir anscheinend skaten in Fortnite und mit Inline-Skates fahren. Ihr seht gerade im Hintergrund, in den Dateien ist nämlich schon etwas vorhanden, wo wir so komisch sliden, wenn wir mit unseren Inline-Skates fahren würden. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich bin auch gespannt, ob das Ganze wirklich am 19. Juli rauskommen wird und wie das Ganze im Spiel dann richtig aussehen wird. Wir bekommen auch noch nächste Woche drei neue NPCs. Einmal ein Boardwalk Ruby, einmal Summer Drift und natürlich den Unpeely. Diese werden als NPCs auf der Map einfach rumchillen. Plus eventuell noch neue exotische Waffen. Vielleicht eine Wasserspritzpistole oder so. Stellt euch mal vor, Wasserspritzpistole in Fortnite. Natürlich bekommen wir auch kostenlose Skins, Belohnungen, Challenges, die wir machen müssen und. Kommen wir zu der nächsten Fortnite-Kollabo. Wir haben ja richtig viele Anime-Skins mittlerweile bekommen. Naruto. Bald bekommen wir ja jetzt auch noch Dragon Ball. Leaker haben ja rausgefunden, dass wir insgesamt 4 verschiedene Skins bekommen werden. Und ein Custom Battle Bus, genauso wie Naruto. Und das Krasse dabei ist, Epic Games hat angekündigt, am 19. August den Battle Pass zu ändern. Das könnte also darauf hindeuten, dass das Ganze ungefähr Ende August kommen soll. Und ist auch anscheinend fast safe, dass die Kollabo Ende August droppen soll im Spiel. Das Ganze spiegelt sich daran wieder, dass die Dragon Ball Kollabo am 19. ist, weil nämlich der Superhero-Film, also Dragon Ball Superhero, ein neuer Dragon Ball-Film, am 19. August in die US-Kinos kommt und komischerweise werden die den Battle Bus genau am 19. August auch verändern. Also denke ich, dass das Ganze ein Dragon Ball Battle Bus sein wird oder vielleicht werden wir irgendwie auf Jindo-Jun reiten oder keine Ahnung was. Hier zählt ja nochmal ein cooles Konzept von Son Goku zum Beispiel. Kommen wir zu einem Darth Vader Easter Egg hier. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Standorte, wo nämlich Darth Vader landen kann. Einmal Vega, Alpha, Deimos, Eclipse und Radar. Und wenn wir diese Wörter zusammentun, dann ergibt sich das Wort Vader einfach. Ein richtig alter OG-Leak von damals soll bald in Fortnite reinkommen. Kennt ihr zum Beispiel bei Call of Duty diese Waffentags wie so Schlüsselanhänger, die man an die Waffe dran machen kann? Das soll anscheinend dieses Jahr noch rauskommen. Man kann zum Beispiel, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht, einen Fischstick dran machen, einen Fußball, einen Gleiter, einen Battlebus, einen Rift und das alles als Schlüsselanhänger und so unsere Waffe einfach selber customizen. Diese ganzen Sachen sind tatsächlich schon seit Season 1 in den Dateien, aber wurden noch immer nicht richtig veröffentlicht. In ein paar Wochen bekommen wir auch noch ein neues Feature für unseren Spindlocker. Und zwar heißt dieses Feature Archivieren. Hier können wir verschiedene Skins archivieren, die dann nicht mehr in unserem normalen Spind angezeigt werden. Damit unser Spind ein bisschen sauberer aussieht als davor, weil mittlerweile haben ja manche Leute 500 Skins oder so und dann verliert man schnell den Überblick. Bevor ich es ganz vergesse, Freunde, benutzt bitte gerne meinen Creator-Code Sevil. Und schaffen wir heute auf diesem Video 2777 Likes, denn dann bekommen wir einen richtig krassen Skatepark in Fortnite. Wir bekommen auf jeden Fall noch in dieser Season den NPC Luke Skywalker und noch seinen Skin dazu. Das Ganze ist ja auch in den Files mittlerweile vorhanden. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Glitch für euch, Leute. Wenn ihr noch nicht bei dem Indiana Jones Tempel gelandet seid, dann gönnt euch jetzt mal diesen Trick. Ihr wisst ja bestimmt, dass wir das Rätsel erstmal lösen müssen und manche wissen noch immer nicht, wie man das Rätsel löst. Aber falls ihr es doch immer nicht wisst, jetzt gibt es einen Glitch für euch. Man muss einfach nur vor der Tempeltür ein kleines Quadrat bauen, ein Wildschwein nehmen und die ganze Zeit mit diesem Wildschwein oder Wolf dagegen rennen. Anschließend aufsteigen und absteigen die ganze Zeit, bis ihr irgendwann mal durchkommt. Und ja, dann seid ihr durch den Indiana Jones Tempel durch. Und ihr fragt euch jetzt, wie kommt ihr raus? Ja, gar nicht. Jetzt kommen wir zu einer Sache, in dem uns Fortnite einfach angelogen hat mit einem kosmetischen Gegenstand. Es gab ja damals dieses Stormbreaker-Item, wo wir ja auch Thanos hatten. Es gab verschiedene Marvel-Items, die man schmeißen konnte, wie diese Pickaxe. Oder diese Axt, die konnte man ja schmeißen. Und irgendwann mal ist jetzt diese Spitzhacke ganz normal als Spitzhacke rausgekommen. Laut dem neuen Tor-Bundle, der ja diese Spitzhacke beinhaltet, steht nämlich drin,
dass diese Spitzhacke von Thor, Odinson, Mighty Thor, Thor und Captain America benutzt werden kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Captain America Skin auswählen und diese Spitzhacke, dann ist das noch immer nicht möglich. Das verarscht ihr uns, ey. Was soll das? Ich zeige euch jetzt mal kurz einen kleinen Porta-Fort-Trick hier. Zuerst einmal, wenn sich jemand eingebaut hat, dann könnt ihr einfach die Taschenfestung hinschmeißen und das Ganze wird zerstört. Also ganz easy, Leute. Und falls ihr kurz davor seid, per Fall-Damage zu sterben, ihr habt eine Taschenfestung in eurem Inventar, setzt die Porta-Fort oder die Taschenfestung im richtigen Moment ein und ihr werdet keinen Fallschaden erleiden. Kommen wir zum Realitätsbaum. Mittlerweile befinden sich komische Schmetterlinge um den Realitätsbaum herum. Nicht nur beim großen Baum, sondern auch bei den Bäumen, die ringsherum um die Städte verteilt sind. Und mittlerweile haben sich ja die Wurzeln schon überall fast auf der Map gebildet. Sleepy Shrubs ist ja die nächste Stadt, die sich verwandeln wird. Dann Konto Canyon und dann auch noch Daily Bugle. Also irgendein Geheimnis ist hier auf jeden Fall versteckt, Freunde. Wisst ihr zum Beispiel, dass der neue Mancake-Skin, den man durch Vollgas freischalten konnte, einfach eine geheime reaktive Funktion hat? Das Lustige ist einfach, Mancake hat oben auf dem Kopf ein Stück Butter drauf und jedes Mal, wenn wir ins Spiel reingehen und bis zum Ende im Spiel drin bleiben, schmilzt diese Butter, bis sie irgendwann mal weg ist. Das ist ein krasses Easter Egg hier von Fortnite. Das Ganze funktioniert anscheinend auch bei der normalen Mancake-Version vom Skin. WTF? Wusstet ihr, dass Epic Games vor gut 1,5 Wochen aus Versehen die ganz normale Pump Shotgun ins Spiel reingetan hat und nach einem Tag wieder rausgenommen hat? Anscheinend stimmt das. Ich wusste das auch nicht. Das war auch in der Woche, wo wir unsere eigenen Teammates töten konnten und sogar gegnerische Spieler reviven konnten. WTF? Kommen wir jetzt zu einem Dateinamen, den Leaker gefunden haben mit dem Namen Funny Sofa. Und viele dachten, Funny Sofa ist eine Anlehnung an Family Guys von Peter Griffin oder so. Aber diesmal war dieser Dateiname auf etwas ganz Besonderes bezogen. Und zwar auf den neuen Thor-Skin. Aber ihr denkt euch jetzt, hä, warum Funny Sofa? Warum nennt man dieses Bundle in den Dateien Funny Sofa? Es gab nämlich eine Szene in Avengers Endgame, wo einer von den Helden Fortnite spielt. Und das war einfach eine Referenz zu dieser Szene. Und deswegen hieß das Ganze Funny Sofa, weil der Typ auf dem Sofa hockt und Fortnite zockt. Wir bekommen ja dieses Jahr noch eine Dead by Daylight-Kollabo, in dem wir Mac Thomas als Skin bekommen. Und viele sagen auch, dass wir anscheinend Steve von Stranger Things noch in Fortnite bekommen könnten. Wir können bald endlich unsere eigenen Bosse in Kreativ erstellen. Also nicht, dass ihr den eigenen Boss machen könnt, sondern dass ihr dort einen Boss-Spawner hin platzieren könnt, damit wir gegen Bosse in Kreativ kämpfen können, wie zum Beispiel The Rock oder andere Bosse, die es bis jetzt in Fortnite gab. In Oktober wird auf jeden Fall der LTM-Modus Horde Rush wieder reinkommen. Das Ganze konnte man auch tatsächlich letzte Woche wieder spielen, aber man ist dann rausgeflogen, wenn wir in diesem LTM drin waren. Das war auch wieder ein Fehler von Epic Games. Das Ganze wird auf jeden Fall im Oktober wieder rauskommen mit den Shadow-Bomben. Und wir haben noch eine Kollaboration mit Fortnite und Kleidungen, Leute, mit Romwe. Hier gibt es verschiedene, ja, Klamotten mit Fortnite. Ein paar sehen ganz cool aus und das sind wirklich offiziell lizenzierte Produkte von Fortnite und Romwe, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht. Der nächste Icon-Skin wird von Patrick Mahomes sein. Dieser krasse Quarterback von den Kansas City Chiefs, Freunde. Der letzte war ja LeBron James und dieses Jahr wird es Patrick Mahomes sein. Man hat nämlich in den Dateien ein paar Files gefunden mit einem Adidas und dem Logo von Patrick Mahomes. Wir haben jetzt auch noch eine Fortnite X Magic The Gathering Kollabo bekommen mit verschiedenen Karten, Leute. Das sind einfach Orte dabei, wie zum Beispiel The Shark, der Bauernhof in Fortnite, das Schloss vom Winterkönig oder wie er heißt, Winterkönig, Frostkönig, ich weiß es gar nicht mehr, und sogar der Wald in Fortnite, plus noch andere Sachen, wie zum Beispiel Dance Battle, Battle Royale, Battle Bus, der Würfel und. Tilted wird bald auf jeden Fall wieder zurückkommen, noch einige Wochen, und wir haben unser schönes, altes Tilted wieder zurück, Freunde, keine Angst, einige Wochen nur noch. Dann wird es wieder aufgebaut, da wir in den Dateien Kräne gefunden haben, die Tilted wieder aufbauen. In der nächsten Saison bekommen wir höchstwahrscheinlich auch einen First-Person-Mode in Fortnite rein, wo man wahrscheinlich zwischen First-Person und Third-Person einfach wechseln kann. Klar, ist First-Person blöd, wenn man irgendeinen coolen Skin spielt, aber das Ganze kann man dann einfach wieder wechseln. Ich würde zum Beispiel First Person feiern, wenn zum Beispiel ein Spieler ein bisschen weiter weg ist. Im Bauen würde das ein bisschen stören, aber überlegt euch mal, eine Person ist weiter weg, ihr wechselt in First Person, dann sieht das Ganze einfach nochmal ein bisschen näher aus und einfacher für euch zu spotten. Das sind auf jeden Fall alle Dinge, die wir über das Skating-Update, Summer-Update und wissen. Das war's auf jeden Fall. Checkt Top 5 Gaming in der Beschreibung ab. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.